Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir klären, wie lange dauert es, bis du wirklich Erfolg mit Frauen siehst, bis du vielleicht die ersten Erfolge mit Frauen siehst, bis du regelmäßig Sex hast, bis du eine Beziehung hast, was auch immer du dir vorstellst. Um das Thema kümmern wir uns im heutigen Video. Schön, dass du wieder da bist mit einer Frage, die mir wohl jeder Coaching-Teilnehmer am Anfang irgendwie stellt, nämlich die Frage, hey Tim, wie lange dauert denn das Ganze? Wie lange dauert denn das Ganze, bis ich an einem gewissen Punkt bin? Und das hängt natürlich davon ab, das habe ich eben im Intro schon mal leicht angeschnitten, hängt natürlich davon ab, wo du überhaupt hin möchtest, ob du jetzt eine Beziehung suchst, sexuelle Kontakte, ob du 30 Jahre deines Lebens dich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, vielleicht noch nie eine Freundin hattest, noch nie mit einer Frau geflirtet hast, noch nie mit einer Frau geschlafen hast oder ob du schon einiges an Erfahrung hast. All das sind natürlich Faktoren, die beeinflussen das so ein bisschen und können die Reise dann dementsprechend länger oder kürzer machen. Das kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt über, sag ich mal, 20 Jahre sehr ungesund gelebt hast und so übergewichtig geworden bist, dann wirst du halt länger brauchen, um einen muskulösen Körper zu erreichen, wie jemand, der, naja, ich sag mal, einigermaßen gesund gelebt hat, beziehungsweise der vielleicht jetzt nicht super viel Kraftsport gemacht hat, aber eben nicht ungesund gelebt hat, der deswegen einen anderen Körperbau hat. Und deswegen ist es so, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was du halt willst. Also es wird so sein, dass du schon nach wenigen Wochen wahrscheinlich die ersten Erfolge und Ergebnisse sehen wirst. Das heißt, du wirst die ersten Nummern bekommen, du wirst die ersten Dates haben. Das ist so, sage ich mal, der Durchschnitt. Außer du kommst jetzt wirklich von so einem Standpunkt, wo du ja über wirklich ganz, ganz lange Zeit keine sozialen Kontakte gepflegt hast. Du bist allgemein wirklich nicht sehr sozial, du bist sehr, sehr schüchtern. Ich sage mal so, du bist wirklich im unteren Bereich, was die sozialen Fähigkeiten angeht, weil du sie einfach nie entwickelt hast, hast nicht viel Selbstbewusstsein. Wenn du wirklich ganz extrem unten anfängst, dann kann es durchaus ein paar mehr Wochen auch dauern, bis du da Ergebnisse siehst. Und wenn ich jetzt sage, es kann ein paar Wochen dauern, dann gehe ich natürlich davon aus, dass du irgendwie auch aktiv unterwegs bist und Frauen ansprichst. Wenn du natürlich nicht aktiv unterwegs bist und Frauen kennenlernst oder dich irgendwie darum bemühst, auch mit Frauen in Kontakt zu kommen und das einfach so, sage ich mal, ja, also die Einstellung annimmst, hey, das läuft schon irgendwie und es wird schon der richtige Zeitpunkt kommen. Ja, der richtige Zeitpunkt kann natürlich kommen und Glück ist ein Faktor, der hier auch mit reinspielt. Aber wenn du diesen Weg gehst, und das machen ja viele Männer, ich nenne das immer Lotto spielen mit dem Liebesleben. Wenn du Lotto spielst mit dem Liebesleben, dann kann es eben auch theoretisch dein ganzes Leben lang nicht funktionieren oder eben Jahre oder auch Jahrzehnte dauern, bis du da an einen ordentlichen Punkt kommst, dann bist du halt wirklich vom Zufall abhängig. Und du musst dich halt fragen, wenn es jetzt beispielsweise 30 Jahre meines Lebens auf diese Art und Weise nicht funktioniert hat, wird es dann in den nächsten 30 Jahren auf diese Art und Weise funktionieren? Und die Antwort ist wahrscheinlich eher nein. Denn je weniger du Erfahrung machst und je länger es dauert, bis du Erfahrung machst, desto ja, unsicherer fühlst du dich auch mit deinem eigenen Unwissen und ja, das wird dir alles nicht besonders viel weiterhelfen, deswegen solltest du auf jeden Fall, egal welcher Mann du bist, egal welcher Typ du bist, du solltest dich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen, sich auf den Zufall zu verlassen, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht, außer du bist so unglaublich attraktiv, charismatisch, gut aussehend, immer schon sozial gewesen, dass du sowieso einen riesen Freundeskreis hast und alle Frauen stehen fast automatisch auf dich. Gut, solche Leute müssen sich dann nicht wirklich aktiv auf die Straße begeben, aber ich würde mal behaupten, das sind vielleicht 5% der Männer, wenn überhaupt. Von daher auf alle unsere anderen Leute hier trifft das natürlich zu. Und dann ist es so, dass du schon, wenn du dran bleibst, nach mehreren Monaten, sagen wir nach 2-3 Monaten, wirklich an einem signifikant anderen Punkt stehen kannst. Das ist auch der Grund, warum ich 3-Monats-Coaching mit den Leuten immer mache. In meinem Coaching kannst du dich übrigens dafür bewerben. Erster Link in der Beschreibung. Aktuell habe ich keine Plätze frei. Du wirst auf die Warteliste gesetzt und wirst dann von mir persönlich kontaktiert. Und dann schauen wir uns das an. Also, wie gesagt, deswegen mache ich diese längeren Abschnittscoachings, weil nach mehreren Monaten, 2, 3, 4 Monate, das ist eben wirklich der Punkt, also es kann kürzer sein, es kann auch länger sein, das ist eben der Punkt, wo du dann wirklich einen signifikanten Unterschied merken wirst, also wo du dir denkst, wow, im Vergleich zu 3 Monaten vorher, ich hätte niemals gedacht, dass ich an diesem Punkt stehen könnte. Und so geht es mir auch. Also ich bin offensichtlich nicht an einem Punkt nach ein paar Monaten, ich bin natürlich an einem Punkt nach 7, 8 Jahren, wo ich irgendwann angefangen habe mit diesem Thema oder mich damit mehr auseinanderzusetzen. Und ich kann dir auch sagen, dass ich niemals, wirklich niemals geglaubt hätte, dass ich jemals an diesem Punkt ankommen würde. Und all die Dinge, die ich gelernt habe und all die Dinge, die ich gesehen habe, die auch möglich sind in diesem Bereich, das hätte ich niemals gedacht, niemals in meinem Leben. Aber das ist eben nicht nur eine Entwicklung, die ich jetzt nach 7, 8 Jahren habe, sondern das ist auf jeden Fall auch eine Entwicklung, die ich nach wenigen Monaten schon hatte. Also nach wenigen Monaten war mir auch schon klar, wow, wie hast du eigentlich dein Leben über gelebt? Was hast du eigentlich dein Leben über diese ganze Sache gedacht? Wow. Also ich war einfach schockiert davon, wie wenig ich darüber wusste und wie falsch ich das alles eingeschätzt habe. Und das merkst du eben schon nach wenigen Monaten von Aktivität. Also natürlich aktiv sein
Das gehört hier dazu. Und dann wird es so sein, dass du, also wie gesagt, nach wenigen Monaten kannst du schon sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Und dann wird es so sein, dass du nach mehreren, oder sagen wir mal nach einem Jahr, nach mehreren Jahren, da ist es dann wirklich so, das Ganze wird absolut normal für dich, absolut natürlich für dich. Und an der Stelle hast du dann wahrscheinlich auch, kannst du auch mehrere Frauen treffen, kannst eine Beziehung haben, wenn du willst. Das Ganze kannst du auf jeden Fall auch schon nach ein paar Monaten haben. Nur nach der längeren Zeit dann hinten raus ist es einfach nochmal stärker. Und auch hier gilt wieder, wie gesagt, wenn du 30, 40 Jahre nichts gemacht hast, dann wird es ein bisschen länger dauern offensichtlich. Wenn du jetzt ein bisschen jünger bist und, weiß nicht, mit 17, 18, 19, 20, in deinen 20ern irgendwo anfängst mit der ganzen Schiene, dann ist natürlich was anderes. Und vorher vielleicht schon eine oder andere Erfahrung gesammelt hast, ist natürlich was anderes. Du musst halt die Geduld haben, die dein Prozess von dir verlangt. Also du kannst schon in wenigen Monaten geile Ergebnisse haben, aber spätestens nach einem Jahr und dann natürlich nach mehreren Jahren wirst du dich und dein Datingleben und deine Dating-Erfolge tatsächlich nicht wiedererkennen. Dinge, die sonst nicht möglich schienen, werden passiert sein. Du wirst Erfahrungen gemacht haben, die wahrscheinlich keine von deinen Freunden jemals gemacht haben oder jemals machen werden. Und dein Verstand ist auf jeden Fall enorm erweitert, im Gegensatz zu dem Verstand, mit dem die meisten Leute dann in diesem Fall arbeiten. Ne? Das muss aber dazu gesagt sein, wenn du dich in dieses Thema reinbegeben willst, was ich jedem Mann nur wärmstens ans Herz legen kann. Ich bin traurig um jeden Mann, der sich nie in dieses Thema reinbegeben hat. Ein bisschen Geduld musst du auf jeden Fall mitbringen. Ja? Und du wirst auch lernen müssen, mit Ablehnung umzugehen, denn die gehören auch dazu. Du wirst lernen müssen, mit Fehlern umzugehen. Aber je mehr Fehler du machst und je schneller du diese Fehler machst, das heißt, je mehr Handlung du machst, je mehr Action du takest, desto schneller wirst du besser werden. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Ich habe es im letzten Video schon mal erwähnt. Wenn du jetzt eine Frau die Woche ansprichst, wirst du natürlich signifikant weniger gut, als wenn du jetzt 10 Frauen die Woche ansprichst, als Beispiel. Ne? Kannst dir halt wirklich vorstellen, dann dauert es 10-mal weniger, also es dauert 10-mal länger, wenn du hier eine Frau gegen 10 ansprichst. Ne? So kannst du dir das schon ungefähr hochrechnen, weil du dann einfach du machst in 10 Wochen, also du machst in einer Woche, wenn du 10 Frauen ansprichst, die Erfahrung, die ein anderer vielleicht in 10 Wochen macht. Aber so kannst du es dir auch hochrechnen. Die meisten Leute werden wahrscheinlich, oder die meisten Männer, wenn sie sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, werden in ihrem Leben vielleicht, ja, weiß nicht, sagen wir mal 10. Sagen wir mal 10 ist eine gute Zahl, denke ich. Also jemand, der sich wirklich niemals aktiv mit diesem Thema auseinandersetzt und der nicht so den Schlag mit Frauen hat, wird vielleicht in seinem Leben jemals so ungefähr 10 Frauen ansprechen. Vielleicht mal im Club, wenn er richtig betrunken ist, traut er sich das vielleicht. Das passiert vielleicht 10, sagen wir 20 Mal in seinem Leben. Sind wir fair und sagen wir 20 Mal, okay? Dann sagen wir 40 Mal, 40 Mal, sagen wir 40 Mal, okay? Ich glaube nicht, dass 40 die richtige Zahl ist, ist zu hoch, aber nehmen wir mal an, es wäre 40. Und jetzt stell dir mal vor, das macht er in seinem Leben, ja? Und jetzt stell dir mal vor, du beschäftigst dich mit diesem Thema und du sprichst innerhalb von einer Woche 10 Frauen an. Und das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Also es ist absolut nichts Unmachbares, ist absolut machbar. Innerhalb von 4 Wochen hast du mehr Frauen in deinem Leben angesprochen, als 95% der Männer in ihrem gesamten Leben angesprochen haben werden. Das ist einfach mindblowing. Das ist einfach, also es ist wirklich, Frauen im Alter kennenlernen und diese Fähigkeit, sich anzueignen, das ist ein Cheatcode. Das ist wie so eine Pille. Ja? Man redet ja immer in der Selbstverbesserungswelt von diesen Pillen, diesen magischen Abkürzungen. Das ist eine magische Abkürzung. Das ist eine magische Abkürzung auf dem Weg hin zum Ziel. Und es gibt keine magischere Abkürzung. Und allein an diesem Beispiel, was ich dir gerade gesagt habe, kannst du das erkennen. Und wie gesagt, innerhalb von mehreren Monaten wirst du so viele Frauen kennengelernt und angesprochen haben, dass du auch genau weißt, hey, was will ich denn von einer Frau? Wie funktioniert das bei den Frauen? Dass du mehrere Dates hast, dass du mit mehreren Frauen schlafen kannst, dass du eine Beziehung wahrscheinlich hast, wenn du in dieser Zeit ordentlich vorgegangen bist. Also du kannst eine Beziehung bekommen nach der Morden, das ist absolut möglich. Wobei man bei Beziehung das immer nicht so genau sagen kann, weil natürlich muss sie dir gefallen, du musst ihr gefallen irgendwo und Beziehung kann eben auch länger oder auch kürzer dauern. Du kannst am ersten Tag deiner Reise eine Frau treffen, mit der du zusammenkommst. Du kannst aber auch am 365. Tag deiner Reise eine Frau treffen. Was aber gar nicht schlimm ist, weil diese ganze Reise unglaublich viel Spaß macht, du super viel lernst. Das ist eben auch so ein Faktor, den ich dir an dieser Stelle mitgeben will. Du lernst unglaublich viel über dich selbst, du lernst unglaublich viel über den Umgang mit dem Leben, über den Umgang mit Fehlschlägen und über den Umgang mit Menschen und dir selbst. Also wirklich, so eine wertvolle Lebenslektion hat mir kein anderer Lebensbereich geben können wie dieser. Das ist der Grund, warum ich hier immer noch sitze, immer noch Videos mache, immer noch dabei bin, das Leuten immer noch beibringe, weil es einfach so eine tolle und wertvolle Sache ist. Und wie gesagt, dieses Video einmal zur Klärung für dich. Wie lange kann es denn dauern? Was kannst du erwarten? Und wie sieht es insgesamt aus, wenn du dich jetzt in diese Sache reinbegibst? Und natürlich nach hinten raus sind dann auch so diese richtig verrückten Sachen drin, wie, keine Ahnung, spontane Dreier, die irgendwie stattfinden und du machst mit Frauen innerhalb von wenigen Minuten rum. Das sind alles Sachen, die brauchen auch nicht mehrere Jahre zu dauern. Die können auch schon nach wenigen Wochen kommen, wenn du die richtige Anleitung dabei hast. Kommt natürlich wieder darauf an, an welchem Punkt du stehst. Jemand, der unglaublich schüchtern ist und noch keine Erfahrung mit Frauen gemacht hat, wird nicht nach mehreren Wochen einen Dreier haben. Das ist absolut
Quatsch, macht ja auch gar keinen Sinn. Davon rede ich nicht, aber wenn du auf einem ganz normalen Punkt bist und schon ein bisschen Erfahrung gemacht hast, dann ist es auf jeden Fall nicht absolut außerhalb der Möglichkeiten und nach vielen Monaten oder Jahren der Erfahrung ist es dann halt einfach tatsächlich irgendwo auch Alltag für dich und so krass kann das halt durchaus sein. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir das ein bisschen in den passenden Rahmen setzen, dich vielleicht auch ein bisschen motivieren, dann durchzustarten. Das kannst du gerne mit mir zusammen machen. Hier oben kannst du den Channel abonnieren, um weitere Videos und Tipps zu bekommen. Hier unter mir kannst du dich, wie gesagt, für ein Coaching bewerben. Du kommst auf die Warteliste. Hier geht es zu weiteren Videos. Unbedingt schauen für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du heute dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.